Oh Mann. Auch viel aggressiver. Ich mach ihn kaum mit der Fackel. Okay, bleib dicht an mir dran. Vielleicht kann ich die von drüben öffnen. Halte sie damit zurück. Ich helfe Elena von hier aus. Versuche es halt. Wir läuft, Elena. Elena! Alles klar. Sally, ich brauche mehr Kugeln. Moment, Junge. Sally, ich brauche sie jetzt. Nimm das. Nate! Halte die Dame zurück! Ich helfe dir von hier aus, versuch es einfach! Wie läuft's, Elena? Elena! Alles klar da hinten! Versuch ja, das ist mehr als ein Mädchen wollten! Elena! Jetzt wäre gut! Sally, ich brauch mehr Kugeln! Moment, Junge! Sally, ich brauch sie jetzt! Hier! Voran. Ich glaube, ich hab ihn. Dann mach die Tür auf. Nate! Vorsicht! Achtung! Geh der Zeit, Elena! Verstanden! Okay, los! Ich habe langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sally, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sally, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht?
Deckung! Hinterhalt! Oh, Deckung! Ich kann überhaupt nichts sehen! Ich kann nichts sehen! Sully, alles klar? Wir müssen einen Ausweg finden. Und wie sollen wir das machen? Hier drüben, Nate. Ich helfe dir hoch. Vorsicht, Junge! Okay, passt auf. Ich schicke euch die Leiter runter. Okay, aufgepasst. Geht klar. Hast du's? Gut. Danke. Gebt mir eure Waffe. Die könnt ihr nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Kommt. Wir müssen von hier verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. طيب بلاش وقع دماغ شايف الاثنين اللي على الشمال دول استنى 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 هي بتتكلم معاه خد هذا يا Na los, hier hoch. Hier lang. Nein. Nate? Lauft. Lauft. Oh nein. Ruhig bleiben, Junge. Bleib weg. Bleib weg. Was ist los mit ihm? Es sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon, lass mich los! Okay. Wir wollen... Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Nein! Nein! Gehen Sie weg! Ganz ruhig. Oh Gott! Oh Gott! Ruhig bleiben. Nur mir nach. Nee, lassen Sie mich. Drake. Marlow wartet. Nein. Es ist gleich vorbei. Nein.
ruhig. Keine Sorge. Sally ist nicht hier, Drake. Sie sind jetzt allein. Keine Angst. Mir nach. Nein, ich gehe nicht. Nicht wehren. Wo bin ich hier? Wir sind ja da. Hören Sie auf mich. Sie wissen, was wir wollen. Sie dürfen nicht. Keine Sorge, die tun Ihnen nichts. Verdammt. Bitte. Wo ist es? Ich weiß nicht. Geben Sie sie uns. Gut. Verdammt, ich weiß nicht. Bitte, ich weiß nicht. Willkommen zurück. An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben. Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht Ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von 5 Jahren dem Staat. Aufgewachsen im St. Franziskus Kinderheim. Wie in einem Dickens-Roman. Oh. Keine Sorge, sie interessiert uns nicht. Außer natürlich, wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe, ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für Iran hat. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan. Anscheinend ist Ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie Sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja, wir haben sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, sie zu retten. Er hat sie auch nicht in Cartagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir. Victor geht es immer nur um Victor. Das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden. Sie verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er Sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat, hat er Sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er Sie vielleicht nur dazu verdammt? Ach. Wunderbar. Tja,
Wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind sie entbehrlich geworden. وقف ولا تدخل! وقف! دربارك حاسب! دربارك يا رجال! حوطوه! حوطوه من الجبال! وين رايح هيدا؟ وين فايت يا زلمة؟ الشارع حاسب من ولا حاسب؟ فين هاجل؟ اللي بيحصل؟ وقف! ولك وقف! احنا البوليس! مالك حاسب! ايه ليه من بلادك؟ ايه من بلادك؟ يا كلب! خذ! Arschloch! Zum Teufel ist er hin. Ich mache nicht aus.
Na los, Talbot, das wird langweilig. Ah!